Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 116. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Ich komme immer mit den Tasten durcheinander. So, ich habe mir angeguckt, wie man ein Lectern baut. Das heißt, wir bauen uns jetzt einfach einen neuen und tun so, als wäre das alles nie passiert. Und zwar, es geht ganz leicht. Einfach so. 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 Und so. Dann haben wir das Ding. Ich habe das mit dem Sprinten nicht umgestellt und wir haben immer noch wenig FPS. Falls ihr die letzte Folge geguckt habt, da habe ich das gesagt, dass ich das gerne ändern würde. Hab's vergessen. Ich habe nur ganz schnell dieses Crafting-Rezept rausgesucht und bin dann direkt wieder in die Aufnahme gegangen. Also sehr gut gelaufen, mal wieder. Man kennt ihn. Ja, wir versuchen es diesmal hier in dem Dorf. Weil wir im anderen Dorf bisher richtig Pech hatten. Ich hoffe, dass es klappt. Hier einer drin. Oh, hier sind noch nicht mal Typen. Ich hoffe, dass wir einen finden, der hier wohnt. Kann doch nicht sein. Hier ist aber einer drin. Aha! Kollege! Du hast aber einen Job, ne? Scheiße. Aber wenn ich dir die wegnehme... Hast du, glaube ich, auch keinen Job mehr, ne? Ja, guck. Na, Bruder! Du bist so ein Hund. Komm mal her! Ich versuch's einfach, dass ich jetzt die Lektoren hier trotzdem reintue. Vielleicht kommt er wieder. Nö. Der ist zum Feldarbeiter geworden, ich raste aus. Also mit den Villagern werde ich echt noch bescheuert. Die verstehe ich ja überhaupt nicht. Die machen ja, was sie wollen. Jetzt eine Holzaxt. Ach du Scheiße, noch. Oh Gott, ich habe World Edit an. Ich habe sogar Stein dabei. Boah, ich bin dumm. Weil ihr jetzt gerade im Chat gesehen habt. Ich habe World Edit an. Ich kann also mit einer Holzaxt nichts abbauen. Weil das dann automatisch die erste Position setzt. Wenn ihr jetzt World Edit kennt, wisst ihr, was ich meine. Wenn ihr es nicht kennt, denkt ihr, was labert der? Och, Digga, warum sind die denn alle weg? Ich brauch doch nur einen, so ein scheiß Villager. Die haben doch sonst keine Funktion. Ansonsten gehe ich zum Baumhaus und versuche das da. Kann man dir helfen? Der war da echt gefangen. Bruder, ich habe einen Lectern für dich. Jetzt ist er wieder ein Steinmetz geworden. Oh, Mann, oh. Dafür müssen wir echt zum Baumhaus. Ja, wir gehen zum Baumhaus, fuck it. Wir gehen zum Baumhaus. Wir versuchen das Dorf da. Vielleicht klappt das ja. Weil meine Villager hier wollen mich alle verkackeiern, glaube ich. Und die Villager im Dorf beim Baumhaus habe ich bis jetzt noch nie versucht. Deswegen könnte das ja klappen. Das Feld können wir auch bald mal wieder ernten. Endlich. Das lässt auch immer ewig auf sich warten. Ich verstehe noch nicht mal, was das mit diesem Sprint-Toggeln auf sich hat. Weil sobald du irgendwo gegenläufst, ist es eh wieder aus. Scheiße. So, jetzt einfach hoffen, dass hier kein Gas kommt und uns ein Loch in den Weg tut. Vor allem, weil ich das Elytra dabei habe. Wäre nicht so geil. Greift eins an? Nee, ne? Netter Junge. Okay. Mit Shader in die Hölle zu gehen, auch mutig. So. Gut, hier waren wir ja länger nicht. Kappa. Gucken wir mal, ob wir hier Glück haben. Ich habe einfach eine Steinaxt. Willkommen in Folge 3. Wahrscheinlich Folge 1 sogar. So, sag mir bitte, dass hier einer drin ist. Nein, weil hier kein Bett ist. Und der da vorne ist so ein Kartografietünnis. Weil er ein Kartografietable hat. Hier ist noch nicht mal irgendwer.
Jetzt bin ich den ganzen Weg gelatscht und hier ist noch nicht mal wer. Warum sind denn alle Dörfer ausgestorben? Was ist denn hier los? Da ist doch einer. Komm mal her. Benimm dich mal. Bruder. Hallo. Was ist denn mit dir? Komm mal mit. Wie kriege ich den dazu, dass er mitkommt? Kann ich den anleihen? Nein, ich bin kein Kolonialtyp. Okay, das ging jetzt in ganz komische Richtung. Habe ich Wolle dabei? Ich habe natürlich keine Wolle dabei. Oh, fuck it, Digga. Warte mal, ich gehe mal eben hier pennen. Ich habe noch eine andere Idee von noch einem Dorf. Da können wir es noch versuchen. Das ist hier in der Nähe. Aber das ist schon echt nervig gerade. Warum sind die ganzen Villager denn weg? Habt ihr nicht gekillt? Nee, warte, wir gehen oben hin. Da kann ich euch das auch mal zeigen, was ich vor ein paar Folgen gesagt habe. Hier beim Sonnenuntergang. So geil. Hier pennen zu gehen. Oh, ich habe eine Handcreme benutzt. Weil meine Hände ein bisschen trocken waren. Und jetzt jedes Mal, wenn ich was trinke und so die Dose hochheb, stinkt einfach meine Hand. Und ich muss das komplett einatmen. Das ist nicht so geil. Das wollte ich nur kurz erzählen. Wollte ich euch dran teilhaben lassen. So, hier ist noch ein Dorf. Moin. Bist du denn? Jar Jar Binks. Xe Binse Nixe Jar Jar Binks. So, komm mal hier rein. Komm her. Komm her. Quasi. Das ist ein Leatherworker. Mann. Das Häuschen wäre hier perfekt. Kartografie. Jungs. Brauchen einen Typ, der noch keinen Job hat. Bitte. Gönnt mir. Nur einmal. Warum sind die auch alle nicht bei sich zu Hause? Was ist das denn? Was bist du? Kartografie. Komm her. Komm her. Komm hier rein. Oh, die hören nicht auf mich. Ja, sieh's. Ich hab doch nur euer Dorf geplündert. Ihr könnt mir vertrauen. Ich will euch nichts. Ich will nur euer Weizen. Und andere coole Sachen, die ihr habt. Ja, chillig. Hier ist halt auch wieder keiner. Ich will halt auch nicht jedes Mal bis hier hinten latschen müssen, nur um mir ein Mending-Buch zu holen. Hallo. Kartografie. Leather. Okay. Dann gehen wir mal noch zu einem anderen Dorf, wa? Gut, dass hier nur so ein paar andere Dörfer noch sind. Ich bin mir auch sicher, es gibt noch eine andere Methode, die deutlich leichter wäre, aber die kenne ich nicht. Deswegen habe ich nicht unbedingt eine Wahl. Bin sehr froh, dass ich den Shader wieder angemacht habe. Ist so viel schöner, wenn ich 5 FPS dann nur habe, was keinen Sinn ergibt. Da ist nämlich schon die Pyramide und dahinter war direkt, glaube ich, noch eine Pyramide und dann war wieder ein Dorf oder so. Oder andersrum. Keine Ahnung. Auf jeden Fall relativ zeitnah wird hier noch ein Dörfchen kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier nochmal hinkommen. Hier war damals unsere Expedition. Von Folge 60 bis 70, glaube ich. War nicht ganz. Und wenn ich gerade bedenke, dass das fast vor 2 Monaten war, also vor fast 60 Folgen, finde ich es extrem krank. Ziemlich krank finde ich es dann. Oh Mann, ey. Ich finde das Ding jetzt eh nicht, passt auf. Vor allem nicht mit den 4 FPS. Na? 29 FPS, wow. Nein, nicht Skin, Video-Setting. Ich hatte das mal ursprünglich auf 22. Dann hatte ich zu wenig FPS, dann bin ich schon runtergegangen auf 16. Jetzt gehe ich mal auf 14. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Ja, ein FPS mehr. Wow!
Ich könnte natürlich mal versuchen, die Optifine-Version zu updaten. Die sagt er mir immer, dass es eine neue gibt. Aber es kann ja nicht sein, dass es daran liegt, dass ich hier so wenig FPS habe. Und der Shader ist jetzt auch nicht so anspruchsvoll. Der ist anspruchsvoll, aber der ist nicht so anspruchsvoll. Ich kann einen RTX-Shader hier draufpacken und es läuft genauso flüssig. Also, wofür habe ich eine scheiß RTX 3080, wenn es nicht funktioniert? Wo ist das scheiß Dorf? Mensch. Verlauf mich hier gefühlt und ich will die Elytra nicht benutzen, weil die bald kaputt ist, gefühlt. Ich erinnere mich aber auch nicht dran, dass hier die Wüste aufhört. Doch. Und an dem Fluss kommt irgendwann noch ein Dorf. Aha. Wer bin ich? Der Navigationspro. Genau, da war man nämlich. So, wenn es jetzt in dem Dorf nicht klappt, lasse ich's. Da habe ich keinen Bock mehr. Kann es nicht lassen, weil wir müssen das machen. Aber ich habe trotzdem keinen Bock mehr. So, bitte gönn irgendjemanden, der keine Profession hat, der meinen scheiß Dingens... Jungs, ihr steht da einfach nur rum. Jetzt komm mal her. Geh rein. Geh da wieder rein. Aha. Boom. Du bist gefangen. Du Assi. Oh. Das war dumm. Ach, da war noch eine Fackel. Was willst du denn jetzt? Ich hab nichts für dich. Gut, ich brauche einen anderen Trade. Das heißt... Geh doch mal da weg. Sobald ich das hier jetzt aufmache, ist der raus. Oder mache ich so? Geh mal bitte weg. Geh mal bitte... Ich hasse Villager, ich hasse sie einfach. So, pass auf. Wir machen das jetzt auf die leichte oder auf die harte Tour. Mir ist es egal. Hast du es verstanden? Er hört jetzt noch nicht mal mehr auf mich. Hallo, da ist ein Dingens. Du Affe. Aha. Frostwalker. Psst. Okay, gewöhnt euch schon mal dran, dass wir jetzt 5 Folgen dasselbe machen werden. Projectile Protection. Ich muss halt jetzt das so lange machen, bis wir ein Mending kriegen. Jetzt gibt er mir Infinity, weißt du? Die 20.000 Folgen, die ich gebraucht habe, um Infinity zu kriegen, gibt er mir kein Infinity. Und jetzt gibt er mir Infinity. 24 für einen Emerald bringt mir leider nichts. Geh weg. Wenn ich den schlag, ist halt vorbei. Infinity. Das sind an sich gute Trades, aber ich brauche halt kein Infinity. Sonst würde ich mich darüber freuen. Fire Protection 3 ist auch geil. Wie teuer. 40. Komm her jetzt. Komm her! Hallo. Ich hasse dich, ne? Du bist so scheiße. Jetzt komm her. Boah. Dann stell ich's halt da hin. Aha. Blast Protection. Jetzt stell dich doch nicht noch genau dahin, wo ich das hinbauen will. Sweeping Edge, auch nicht schlecht. Wir bräuchten halt einen für jedes. Efficiency 2 ist auch gut. Ja, danke, Timer. Bane. Wir brauchen ein grünes Buch. Jetzt habe ich ihn gehauen. Ich hasse dich, du bist so scheiße, ich schwöre es. Mann!
Okay, ja. Dann versuchen wir es nächste Folge weiter. Wenn es euch gefallen hat, gibt ihr Videos gerne Daumen nach oben. Mein Gott, ey. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner